Die Epicness in diesem Let's Play von Star Wars Galaxy of Heroes hört einfach nicht auf. Letzte Episode haben wir noch den Henker der Ersten Ordnung freigeschaltet und in dieser Episode haben wir einen Erfolg, den wir jetzt gemeinsam nehmen. Und zwar haben wir es uns besorgt, 500 Mal, nämlich Mods. Und dafür holen wir uns die Belohnung ab. Dreimal Darth Vader und das Besondere daran ist, dass wir jetzt zu unseren Charakteren gehen können und Darth Vader endlich auf 6 Sterne bringen. Das machen wir jetzt gemeinsam hier in dieser Episode. Los geht's, Freunde. Darth Vader, 6. Stern. ...9789 Stärke. Seine Werte sehen jetzt so aus. 20.252 Gesundheit mit den Mods, die ich habe. Ziemlich cool, muss ich sagen. Sein Schiff wäre auch ziemlich stark, wenn ich es endlich mal kriegen könnte. Ich bin bei 40 Plänen, aber ihr wisst, das droppt ziemlich selten. Also mir werden die Pläne so selten angezeigt, dass ich nie dazu komme. Sie letztendlich zu aktivieren. Ja, ich wollte gerne in dieser Episode noch mal ein bisschen hier über den Henker der Ersten Ordnung sprechen, beziehungsweise ein bisschen was sagen zu Star Wars, die letzten Jedi, zu dem Film. Also gerade noch mal eine kleine Spoilerwarnung an alle die den Film noch nicht gesehen haben oder also die ihn sich jetzt bald angucken wollen, wie auch immer, ne, wisst ihr Bescheid. Alle die, denen Spoiler nichts ausmachen oder die, die den Film schon gesehen haben, sind gerne herzlich dazu eingeladen, mitzudiskutieren. Und es geht mir um folgendes Thema. Grundsätzlich möchte ich gerne mal voraussetzen oder euch warnen, dass ich jetzt den Film ein wenig kritisieren werde. Aber ein kleiner Disclaimer vorab. Grundsätzlich hat mir der Film einen riesen Spaß gemacht. Ich bin aus dem Kino rausgegangen und war grundsätzlich sehr glücklich über den Film. Allein diese Tatsache wird vielleicht schon den einen oder anderen auf den Fuß treten. Allerdings spaltet dieser Film die Community so dermaßen stark, die Star Wars Fan-Community so dermaßen stark, dass es im Prinzip egal ist, was man über den Film sagt. Man wird 50% der Leute auf den Fuß treten. Und meine Meinung zu dem Film ist die, ich finde, Rian Johnson ist tonnenweise Risiken eingegangen. Um möglichst viele Schocker zu bringen, möglichst viele Neuerungen in dem Film, Dinge, die vorher noch nicht da waren. Und das respektiere ich. Allein dafür finde ich, und das ist ihm auch sehr gelungen, es gab unheimlich viele Überraschungen in dem Film und ich muss sagen, diese Überraschung fand ich in gewisser Weise ganz gut. Allerdings waren da ein paar sehr seltsame Sachen mit dabei. Wir machen übrigens hier jetzt Kämpfe der hellen Seite weiter. Ne? Hier diese 4 Kämpfe noch und dazwischen rede ich ein bisschen über den Film. Also ich fand den Film an sich ganz gut und auch die Idee, möglichst viel Neues zu bringen. Allerdings finde ich, hat Rian Johnson da ein klein wenig, guck mal, wir nehmen einen guten Snoopy mit. Ach ja, genau, ich wollte schon was zeigen, bevor wir da weitermachen hier, bei Verbündete. Wir haben nämlich ein paar Anfragen bekommen hier im Let's Play, von ein paar Verbündeten, die ziemlich mächtig sind. Und ich glaube, Snoopy war der Erste, der mich mal angefragt hat. Ich finde ja den Namen der Gilde geil, ihr imperiales Finanzamt. Ist schon ziemlich cool. Und Snoopy ist super ausgestattet mit einem Commander Luke Skywalker. Den werden wir gleich einsetzen. Und wir haben ein paar neue Verbündete mit dabei, die auch High-End sind. Unter anderem haben wir hier SF, das steht für Starforge CPL Adventure. Wofür CPL steht, habe ich keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Starforge eine, wenn nicht sogar die größte deutsche, der größte deutsche Gildenverband. Und wer Teil dieser Gilde ist, Starforge, kann sich sehr glücklich schätzen, wenn er denn viel erreichen möchte in Star Wars Galaxy of Heroes, sprich competitive sein möchte, also wirklich High-End mit den Größten der Großen mithalten möchte. Und der gute CPL Adventure, ich sag einfach mal jetzt nur Adventure, ja, ich hoffe, das ist in Ordnung, hat mich hier angefragt. Ich weiß nicht, wieso, wie er auf mich gekommen ist. Ich weiß nicht, wer das ist. Lieber Adventure, falls du gerade zuschaust, falls du diese Folge schaust, wäre es ziemlich cool, wenn du uns in die Kommentare aufklären könntest. Gerne darfst du auch irgendeinen Link auf eine Homepage oder auf einen Server mit in die Kommentare reinposten. Da habe ich überhaupt gar kein Problem mit.
der auf deine Gilde hinweist oder so. Und Starforge ist der Gildenverband und Mandalore ist der Name des Planeten. Und die haben verschiedene Planeten, ich glaube 5, 6, 7 Planeten oder so. Und jeder Planet ist dann quasi ein Teil einer Gilde, ja. Und die haben dann eine kleine Gilde, soweit ich weiß, wo dann die Anfänger reinkommen. Die werden dann langsam aufgearbeitet, vorbereitet und dann kann man quasi Stück für Stück hochrücken in den Rängen der verschiedenen Gilden bis hin zur High-End-Gilde. Und Mandalore ist, glaube ich, irgendwo Mittelfeld, also auch ziemlich, ziemlich gut mit mehreren hundert, also über 100 Millionen galaktische Macht für die Gilde. Wir haben 4 Millionen galaktische Macht in unserer Gilde, 4,5. Da sieht man mal den Unterschied, was da für mächtige Spieler drin sind. Und Adventure hier ist eben einer von denen. Er hat Jedi Training Rey als Anführerin drin. Und ist Rang 29 in seiner Arena mit so einem Team. Da sieht man mal, wie mächtig sein Arena-Chart ist. Und hat praktisch alles gemaxt. Also fast jede Einheit, die es gibt, auf 7 Sterne. Kommt natürlich durch jahrelanges Training oder jahrelanges Spielen oder monatelanges Spielen, besser gesagt. Ne, ich weiß gar nicht, kannst du mal in die Kommentare ein bisschen was über dich reinschreiben, wenn du willst. Ansonsten werden wir natürlich seine Einheit, sobald sie uns mal im Laufe der hellen Seite-Kämpfe angezeigt wird oder auch dunkle Seite-Kämpfe angezeigt wird, mal mitnehmen. Damit wir da mal ein bisschen was von Jedi Training Rey sehen können, beziehungsweise von Commander Luke Skywalker. Und es war, glaube ich, noch jemand mit dabei. Ich muss mal ganz kurz durchscrollen. Ich hoffe, ich habe jetzt vor lauter Quatschen nicht vorbeigescrollt. Hier, Matt McRae hat auch angefragt. Black Sun Force, habe ich, glaube ich, ja schon mal gesagt in irgendeiner vorherigen Episode, wenn ich mich nicht täusche. Da war ich mir nicht ganz sicher, wer das ist, aber er hat mich auch mittlerweile angeschrieben. Ich weiß also, dass er jemand ist, der eben auf das Let's Play gekommen ist und deswegen angefragt hat. Also vielen lieben Dank, lieber Matt McRae, dass du angefragt hast. Das heißt also, ich kann natürlich und ich werde natürlich auch deinen Commander Luke Skywalker hier im Laufe des Let's Plays mitnehmen. Wird mir große Dienste leisten, die schwierigen Herausforderungen zu bestehen. An alle die, die in die Gilde rein möchten. Momentan sind wir so aufgestellt, also ihr seht es hier, wir haben momentan 4,6 galaktische Macht, 41 Mitglieder von 50, da sind ein paar Doppelaccounts mit dabei, ja, MEF02 und MEF3 und so, ne, also hier, ne, zum Beispiel, das sind zwei Accounts, die zu Mephisto gehören beispielsweise, also wir sind nicht ganz 40 Spieler, aber darauf kommt es nicht an, sondern uns kommt es darauf an, eben, gemeinsam etwas hier in diesem Let's Play auf die Beine zu stellen. Das bedeutet, wir wollen hier gemeinsam eine Gilde im Laufe eines Let's Plays aufziehen und wir dokumentieren quasi hier in einer Art Videotagebuch nicht nur meinen Fortschritt meines privaten Accounts hier, ne, von diesem Account im Laufe des Let's Plays, um zu schauen, wie man als Free-to-Play-Spieler sich hier in diesem Spiel schlägt, ja, sondern gleichzeitig seht ihr das Ganze hier aus der Sicht eines Gildenmeisters, Gildenanführers, nämlich mich, ja, ich leite ja diese Gilde hier, ne, als Gildenanführer, also als jemand, der eine kleine Gilde aufgemacht hat und wir alle gemeinsam, ich mit eurer grandiosen Hilfe, wir werden versuchen, möglichst weit, möglichst stark in diesem Let's Play zu werden, auch was unsere Gilde angeht, aber wir werden es nicht tryharden. Also der Spaß mit der Community und der Gilde steht im Vordergrund. Und viele Leute, die in der Gilde drin sind, haben auch noch ein Privatleben. Und das hat natürlich Vorrang, ganz klar. Aber wir versuchen, eine Mischung zu finden aus Spaß haben natürlich, ne, Spaß steht immer an höchster Stelle, aber auch eben irgendwie voranzukommen. Und wenn Spieler da draußen sind, damit meine ich dich, ich will dich, genau dich. Einen wie dich kann ich gebrauchen. Also, wer auch immer gerade hier zuschaut und ein bisschen weiter ist, gerne auch Leute wie die, die ich in meiner Freundesliste habe, mit dem goldenen Rahmen, ja, mit dem gelben Rahmen, damit meine ich solche Leute hier, ja. Also, wenn da draußen solche Leute sind, die Spaß daran haben, in eine kleine Gilde reinzukommen, die frisch im Aufbau ist und Teil eines größeren Projektes zu werden, nämlich einfach ein Videotagebuch in diesem Let's Play, Teil dieses Let's Plays zu werden, Teil dieser Community zu werden und Teil von einer Gilde zu werden, die sich im Aufbau befindet, einfach mal zu schauen, wie sie live hier, also in Anführungszeichen live hier auf Video sich entwickelt. Wenn ihr Bock drauf habt, dürft ihr natürlich gerne anfragen. Die Gilde Karaforce ist gerne für euch da. Sie ist offen, also ihr könnt jederzeit gerne beitreten. Und sei es auch nur für einen kurzen Moment, ihr verlasst die Gilde wieder. Ich kann natürlich verstehen, wenn jemand, der Mitglied der Gilde Starforge ist, ja, also des Starforge-Verbandes ist, wenn der nicht unbedingt seine Gilde
für unsere Gilde hier verlassen will. Ja, aber vielleicht ist das imperiale Finanzamt nicht so lustig wie unsere Gilde. Oder vielleicht, na, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Also sowas in der Art. Also falls irgendjemand Spaß dran hat, der schon ein bisschen weiter ist als wir, ist natürlich herzlich willkommen. Jeder ist herzlich willkommen, solange er freundlich ist und aktiv ist, okay? Und Teil dieser Community sein möchte. So, wir machen jetzt endlich mal die Kämpfe der hellen Seite. Und ich wollte ein bisschen was zu Episode 8 sagen. Oh, hier, Wedge. Nehmen wir Wedge mit. Bevor wir Wedge mitnehmen, scroll ich noch mal ganz kurz durch. Falls wir einen unserer High-End-Freunde haben. Keine unserer High-End-Freunde hier. Dann nehmen wir erstmal Mephisto mit. Und ja, ich meine, ich finde, Capital Games, EA, haben einen grandiosen Job gemacht, den Henker der ersten Ordnung hier mit einzubauen. Also ich meine damit, der Henker der ersten Ordnung ist wirklich ziemlich cool in diesem Spiel gemacht. Ja, also mir gefällt, wie er angreift. Mir gefällt die Idee dahinter, dass er immer stärker wird und quasi immer mehr Macht anstaut, so lange, bis er endlich jemanden erhängen kann. Gefällt mir persönlich sehr gut. Oh, das ist ausgewichen. Gefällt mir persönlich sehr gut. Aber jetzt mal so rein filmtechnisch. So, ne, was wie er so im Film zu sehen war. Ich meine, die Screentime von ihm betrag er vielleicht 20 Sekunden oder so. Ja, er sollte ja Finn und Rose hängen. Beziehungsweise henkern. Also köpfen. Und ich frage mich, guck mal, wir befinden uns hier in einem Science-Fiction-Universum. Ein Science-Fiction-Universum, das wirklich mit Laserschwertern und Todessternen zu tun hat. Und dann auch das Top-Regime, die erste Ordnung, die alles niedermäht mit ihren Todessternen und fetten Laserkanonen und Laserschwertern und dunkle Macht und was nicht alles. Warum zur Hölle haben die einen Henker mit einer Laseraxt? Warum? Ich meine, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Es ist absolut lächerlich. Meiner Meinung, also wir reden hier nur von meiner Meinung, ja. Also ja, kann jetzt vielleicht irgendjemand sagen, oh, das ist das Geilste, was die jemals gemacht haben. So einen Charakter gab es ja noch nie. Und ich finde, das ist das Coolste überhaupt, um so einen Henker da reinzupacken und so, ne? Wo doch alles so futuristisch ist, dann ein Henker mit der Laserachse, ist genau das, was Star Wars gebraucht hat. Aber ich frage mich ganz ehrlich, warum hat so ein riesiges Regime, das so viel zerstörerische Macht hat und so viele Möglichkeiten hat, jemanden öffentlich hinzurichten? Ich meine, warum man überhaupt jemanden öffentlich hinrichten sollte? Man hätte die ja auch gleich auf der Stelle erschießen können oder vor ein Erschießungskommando stellen können, was ja militärisch vielleicht eher Sinn gemacht hätte. Aber nein, sie sollten. Warum zur Hölle hat die Erste Ordnung überhaupt einen Henker? Einen Sturmtruppler? Ein Sturmtruppler der Ersten Ordnung, der mit einer Laseraxt ausgerüstet ist. Warum zur Hölle? Das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Und wir nehmen jetzt hier auf jeden Fall ihn hier mit. Adventure und seinen Luke Skywalker. Sein Commander Luke Skywalker, den er hier für die helle Seite-Kämpfer als Anführer reingepackt hat. Also es ist nicht Rey wie in seinem Arena-Team, sondern hier ist Commander Luke Skywalker. Schade. Ich kann Rey leider nicht zeigen, aber wir sehen zumindest mal Commander Luke Skywalker in Action. Also, ich bin nicht undankbar. Los geht's. Das, was ich mich grundsätzlich gefragt habe. Warum ausgerechnet der Henker? Warum ausgerechnet einer mit einer Laseraxt vor allem? So, Rebellenmanöver. Rebellenverbündete haben 50% Chance auf einen Gegenangriff und 50% Verteidigung und 50% Angriff. Allein das macht Luke Skywalker schon mal völlig overpowered. Dazu kommt das hier. Erlernte Kontrolle. Ist Luke Skywalker nicht mit Handlungsaufruf belegt, erhält er 50% Chance auf einen Gegenangriff, 50% Verteidigung und 10% Zugleiste, wenn ein Rebellenverbündeter Schaden erleidet. Und außerdem hat er noch das hier. Alles ist verbunden. Luke hat 40% plus 40% Effektivität. Widersteht Luke einen negativen Effekt, regeneriert er 5% Gesundheit und 5% Schutz. Belegt er ein Ziel mit einem Debuff, erhält er 10% Zugleiste. Verbündete erhalten den halben Wert. Meine Fresse. Dazu hat er noch ewig lange Texte. Bei seinen Skills hier. Und die meiste Zeit werden wir einfach mal nur normal angreifen. Ja, wir greifen erstmal nur normal an und schauen mal, wie sein Angriff so aussieht. So, 10.000 Schaden. Sieht erstmal nicht so spektakulär aus, aber er hat die Rüstung kaputt gemacht und hat den Gegner verlangsamt. Allein das ist schon mal awesome. So, wir schicken mal Luke wieder hier vor. Also,
so viel zum, komm, ich greife das immer normal an, das ist eben schnell. So viel zum Henker, ja, also Henker in Ehren, ja, schön gut. Aber ich habe mich erstmal gefragt im Film, warum zur Hölle erschießen die nicht gleich? Warum zur Hölle muss es ein Mann mit einer Laseraxt sein, okay? Fügt euch den Füßen Schaden zu und hebt alle seine Buffs auf und erfährt 100% Zugleiste. Belegt das Ziel 2 Runden lang mit Buff-Immunität und senkt seinen Zähigkeitswert. Verkürzt die Abwesenheit dieser Fähigkeit um 1, wenn das Ziel nicht volle Gesundheit hatte. Okay, dann greifen wir doch mal den hier an. Und greifen wir mal den da an. Schauen wir mal, was der hier macht. So, 2 Schläge, hat großen Schaden verursacht und hat all die Effekte verursacht, die wir gerade gelesen haben. Also ziemlich übel, auf jeden Fall. Okay, wir haben noch den Endkampf vor uns. Dafür heben wir uns dann die andere Fähigkeit auf. Die letzte. Also Commander Luke Skywalker übrigens auch ein Charakter, den man haben sollte. Und den werden wir uns auch im Laufe des Let's Plays holen. Hier können wir schon mal ein bisschen reinschnuppern. Okay, schauen wir uns gleich mal den letzten Skill an. Ich will gerne mal hier wieder zuerst wegpusten. Den Skill hier. Erneut verwendet man 4 Runden. Befreit Luke von sämtlichen Debuffs. Luke erhält 100% Zugleistung und regeneriert 40% Gesundheit und 40% Schutz. Hat Luke den einzigartigen Buff Handlungsaufruf nicht, erhält er ihn, bis diese Fähigkeit erneut eingesetzt wird. Und wenn er das dann hat, diesen Buff, Luke ignoriert während seiner Runde Provokation, hat 50% Präzision, 50% kritische Trefferchance, 50% kritischer Schaden. Kann nicht entfernt oder vermieden werden. Okay, wir machen das später. Wir greifen erst einmal normal an hier. So, machen wir langsamer. Können wir doch befolgen. Leider nicht. Fähigkeit Blockade hat auch nicht geklappt, aber... Jetzt machen wir das hier, ne? Also Luke... Ah ne, wir können das noch nicht machen. Wir machen trotzdem das hier mal. Wir kriegen nämlich... Wir entfernen 100% Zugleiste von ihm. Und außerdem wird die Abwehrzeit um eine Runde reduziert, weil der Gegner schon Schaden genommen hat. Also machen wir das mal. So sieht das aus. Großartiger Schaden, Buff-Immunität, langsamer geworden, Zähigkeit reduziert, Verteidigung reduziert. Ihr seht schon, ziemlich übel das Ganze hier. Jetzt springen wir mal hier drauf. So, perfekt. Greifen wir mal die Wachen an. Die konnten leider ihren Imperator nicht beschützen. So, schicken wir doch mal Luke vor. Schauen wir uns das einmal an. Das hier ist Handlungsaufruf. So sieht das aus. Ne, 40% Lebenspunkte, 40% Schutz regeneriert. Wir hatten jetzt diesen Buff hier oben, ja. Und dieser Buff ist, dass er eben diese Bonuswerte bekommt, okay? Er ist sofort nochmal dran, also allein das ist schon overpowered. Er macht eine Runde, heilt sich um 40% Schutz, 40% Lebenspunkte, kriegt einen fetten Buff und ist sofort nochmal dran. Also, das ist wirklich krass. So, ne, kann sofort angreifen und macht jetzt halt richtig kranken Schaden. So, das ist Commander Luke Skywalker für euch, Freunde. Ewig langer Text. Und ihr merkt schon, 23.000 Schaden, ne, weil er eben 50% erhöhte kritische Trefferchance hat. Oder 50% erhöhte kritische Trefferschaden, so rum. Schon ziemlich übel. Ja, also der Henker. Dann die Szene, wo zum Beispiel Kylo Ren oben ohne zu sehen war. Die Szene, der Kylo Ren oben ohne zu sehen war, ist definitiv, per CGI nachbearbeitet. Man hat den Körper von Kylo Ren künstlich breiter gemacht. Die Brust, ja, den Oberkörper breiter gezogen. Und die Schultern und so, und alles breiter gemacht. Weil sich die Leute wohl dachten, hey, wir wollen ein bisschen was für die weiblichen Fans tun. Zeigen wir mal seine Brust und lassen die anschwellen, damit die weiblichen Zuschauer auch mal was zu sehen bekommen. Und, oder eben die Gleichgeschlechtlichen, die draufstehen. Hier haben wir General Kenobi von Matt McRae, den nehmen wir gerne mit. Seine Anführerfertigkeit ist ein Riesenroman, die werde ich jetzt nicht vorlesen. Wir gehen aber mal in den Kampf. Und ja, das haben sich die Leute wohl gedacht, die hier, ne, Rian Johnson und so. Und was gemacht wurde ist, also für alle die Leute, die sich gefragt haben, warum zur Hölle musste Kylo Ren shirtless, also oben ohne, zu sehen sein. Ach ja, genau, wir machen jetzt mal das hier. Angriff anführen. Erhöht verwendet man 4 Runden, fügt dem anwesenden Gegner physischen Schaden zu und gewährt einem zufälligen anderen Verbündeten 2 Runden lang einen höheren Angriffswert und ruft dann alle gebufften Verbündeten zu sich. Dieser, achso, verursacht 30% weniger Schaden. Das geht nur für gebuffte. Machen wir nicht. Wir greifen erstmal nur normal an. So, schicken wir jetzt hier ihn hier vor, zack.
Also General Kenobi ist auch ein Charakter, den wir auf jeden Fall alle haben werden, irgendwann einmal. Und sobald einer unserer Charaktere kritisch getroffen wird, kriegt er kritische Trefferimmunität für eine Runde. Und General Kenobi provoziert für eine Runde. Ja, das ist seine Fähigkeit, seine passive Fähigkeit. Also wir müssen die erst platt machen hier. Und die ist auch ziemlich awesome. Also wir haben jetzt eben einen der besten Angreifer im Spiel gesehen, nämlich Commander Luke Skywalker. Und jetzt sehen wir einen, wenn nicht sogar den besten Tank im Spiel, nämlich General Kenobi. Und den werden wir auf jeden Fall auch noch im Laufe des Let's Plays selbst besitzen. Wenn wir irgendwann einmal den heroischen AAT-Raid machen können. Ja, genau, richtig. Die oben ohne Szene vom guten Kylo Ren, die ja unbedingt drin sein musste. Und für die Leute, die sich gefragt haben, warum zur Hölle baut man so eine Szene da rein? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Ja, ihr habt völlig recht, es macht gar keinen Sinn. Aber ich habe mal nachgelesen, es gibt tatsächlich eine offizielle Erklärung dazu, warum diese Szene drin ist. Also Rian Johnson hat sich dazu geäußert, warum er diese Szene reingebaut hat. Und die Begründung, haltet euch fest, ist folgende. Komm, wir rufen jetzt mal alle gewaffneten Verbündeten zu Hilfe. Hier, damit. Ne, wir machen das mal so. So sieht das aus. Den Angriff anführen. Hat nicht viel Schaden gemacht, weil wir 30% weniger Schaden machen. Aber es ist ein Schwarmangriff. Und Schwarmangriffe sind grundsätzlich sehr gut. So, ja. Rian Johnson hat es folgendermaßen erklärt. Wenn ihr euch erinnert an die Szene, da hat er ständig... Rey und Kylo, wenn die sich unterhalten haben, hat man ja nie beide gleichzeitig im Bild gesehen. Man hat immer nur mal Rey gesehen und dann Kylo und dann wieder Rey und dann wieder Kylo. Und das hat immer gewechselt. Und Rian Johnson wollte etablieren, dass Rey in der Lage ist, Kylo komplett zu sehen. Und um zu etablieren, dass Rey in der Lage ist, Kylo komplett zu sehen, musste sie ja irgendwie beschreiben, dass sie ihn komplett sieht. Okay? Und, also sie musste ihn oder irgendetwas irgendwie beschreiben. Und, um ihn zu beschreiben und das Ganze ein wenig lustig zu machen, es sollte humorvoll sein. Haha, habt ihr im Kino auch so gelacht wie ich? Haha, es war so unheimlich humorvoll, Kylo mit seiner angeschwellten, CGI-nachbearbeiteten, viel zu breiten Brust zu sehen. Haha, ich hab gelacht, aber nicht, weil die Szene so humorvoll war, sondern weil es so lächerlich aussah. Und, ja, dann hat der Rey diesen super, super lustigen, ach, wir nehmen auch noch Snoopy mit. Da haben wir alle neuen mit dabei gehabt. Das ist doch super klasse. Auch wieder Commander Luke Skywalker, den kennt ihr jetzt zu Genüge. Das heißt, wir metzeln uns einfach hier durch. Die super, super, super lustige, der super lustige Spruch von Rey, wie sie gesagt hat: Kannst du dir nicht mal was anziehen? Und ja, das war so wichtig. Ich meine, das war so wichtig, dass die Fans wissen, dass Rey ihn nackt gesehen hat oder also oben ohne gesehen hat, also brustfrei gesehen. Das war nicht mal richtig oben ohne. Er hat sich ja die Hose so dermaßen eng hochgezogen, also so weit hochgezogen, dass, ne, wisst ihr, dass er nur die Brust zu sehen war und nichts anderes. Und das, es sollte so eine lustig, peinlich intime Szene werden. Und ich frage mich, hätte man, wenn man das unbedingt gewollt hätte, nicht eine andere Szene nehmen können, wie er zum Beispiel beim Essen ist und Rey sagt irgendwas über sein Essen oder so? Ich weiß nicht, irgendwas anderes. Muss das ausgerechnet eine peinlich nachbearbeitete, sehr schlecht nachbearbeitete, CGI nachbearbeitete Szene sein, wo der Charakter offensichtlich, ganz offensichtlich, niemals im Leben so aussehen kann. Also, ne, wisst ihr, dass das allein, das macht schon überhaupt keinen Sinn, dass der so aussieht. Und, das hätte man auch ein bisschen eine andere Szene machen können, wenn man das überhaupt unbedingt hätte machen müssen, ja. Was ja meiner Meinung nach auch nicht unbedingt notwendig war, dass man das so macht. Aber gut, so viel dazu. Das war diese Szene. Also könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr von der Szene haltet. Aber sucht euch mal Screenshots raus oder Bilder oder so von der Szene. Da seht ihr, dass, normalerweise sagt man, die Schultern, also in der menschlichen Anatomie ist es so, dass die
Breite der Schultern und die Breite des Kopfes immer in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen, ja? Bei einem Mann zum Beispiel passt der Kopf anderthalb Mal neben den Kopf. Also, wenn ihr euch jetzt mal euren Kopf vorstellt und ihr würdet euren Kopf auf, links auf eure Schulter setzen, dann passt er dort anderthalb Mal drauf. Ja? Eure Schultern sind so breit wie anderthalb Mal euer Kopf nebendran. Okay? Und, wenn man jetzt mal sich das Screenshot anschaut von Kylo Ren, wie er dort aussah, also in dem Film, dann passt sein Kopf fast zweimal nebendran auf seine Schulter. Das ist anatomisch nicht möglich. Absolut unmöglich, ja. Und das war schon lächerlich, okay? Also abgesehen davon, dass es lächerlich nachbearbeitet wurde, frage ich mich nach dem Sinn. Und es gab viele Szenen in diesem Film, wo ich mich gefragt habe, Sinn? Fragezeichen? Genauso wie die Erste Ordnung jagt die Rebellen im Weltall. Das Rebellenschiff, ja, das Heimatschiff von denen. Und anstatt irgendwie... Keine Ahnung, wir hatten keine Möglichkeit, Verstärkung zu rufen. Anstatt irgendwie Verstärkung herzurufen und die Rebellen einzukesseln, haben sie die einfach nur verfolgt die ganze Zeit, so lange, bis ihr der Sprit ausgeht. Okay, auch wieder ein großes Fragezeichen. Sinn? Und, also, allein das macht schon... Ich meine, das ist die große, mächtige Erste Ordnung. Die haben nur das Schiff von Snoke. Und dann haben natürlich ganz am Ende gab es ja die geile Szene, die meiner Meinung nach richtig geil gemacht war, wo die mit ihrem, wo die, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß hier, die Anführerin da, ne, von den Rebellen, sich geopfert hat und mit ihrem Schiff in den Hyperraum gesprungen ist und dann sämtliche andere Schiffe von der Ersten Ordnung zerstört hat, wo die durch Snokes Schiff durchgesprungen ist. Weil wenn sie auf Lichtgeschwindigkeit fliegt, reicht da schon ein Staubkörnchen auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt aus, um ein Schiff zu zerstören oder Planeten oder so, ja? Vom Einschlag her. Also das macht schon Sinn. Aber ich frage mich, warum hat sie sich geopfert? Warum hat man das Schiff nicht auf Autopilot gestellt? Wo haben die den Treibstoff her, um überhaupt den Hyperraumsprung zu starten, wenn die doch gar keinen Treibstoff mehr hatten und ihre Schiffe vollgetankt haben? Und selbst wenn sie Treibstoff gehabt hätten und selbst wenn sie unbedingt in dem Schiff bleiben musste, warum haben die das nicht mit Starkiller Base gemacht oder mit dem Todesstern? Warum haben die nicht einfach irgendeins von ihren Schiffen genommen und haben das schon auf Hyperraum beschleunigt und in den Todesstern reingeheizt? Im Vergleich zu all den Leuten, die sterben mussten, wie Biggs, und noch ein paar andere Piloten, da mussten so viele Piloten dran glauben. Und es gibt Schiffe, Jäger, die Hyperraumantrieb haben oder hatten, ja. Die gab es schon vorher. Und da hätte man einfach einen Jäger reinheizen können, von einem Druiden geflogen vielleicht, der einfach so einen Hyperraumantrieb und als Selbstmordattentäter quasi da reinfliegt. Ne, wisst ihr Bescheid? Das hätte schon funktionieren können. Auch wieder hier Sinn. Warum? Warum hat man so eine Szene in Episode 8 etabliert, wenn sie vorher nicht schon etabliert gewesen war? Es ist da vorher noch keiner auf die Idee gekommen, das so zu machen. Oder zum Beispiel, was gab's noch? Leia, genau. Leia wird ins Weltall gesaugt. Ich weiß noch nicht, wer sich von euch mit Vakuum auskennt. Aber die Sache ist die, wenn ein mit Luft gefüllter Behälter in einen luftleeren Raum kommt, dann will die Luft da raus, die schießt da raus, wenn dieser Behälter irgendwie offen ist. Ein Beispiel ist, das seht ihr oft in Filmen, wenn ihr in einem Raumschiff seid, das mit Luft vollgepumpt ist und die Scheibe wird eingeschlagen, dann schießt die Luft sofort ins Vakuum raus mit einer unheimlichen Kraft und ihr werdet rausgesaugt, ihr habt gar keine andere Möglichkeit. Und wenn ihr eure Hand vor das Loch haltet, dann wird eure Hand einfach durch das Loch hindurch gesaugt. Egal wie klein das Loch ist, eure Hand wird da durchgesaugt in Fetzen, wenn es sein muss. Weil dieser Sog so dermaßen stark ist. Und das gleiche passiert mit euren Lungen. Wenn ihr also ins Weltall gesaugt werdet, dann wird sofort die Luft in euren Lungen rausgeschossen. Eure Lunge zerfällt sofort in sich zusammen, ja, die implodiert, die wird zusammengequetscht, weil die ganze Luft rausgesaugt wird. Das heißt, eure Lunge existiert quasi gar nicht mehr, die ist kaputt. Und abgesehen von der Eiseskälte, die da draußen herrscht, ich meine, ich glaube nicht, keine Ahnung, ob da vielleicht zufällig irgendwie im genau den richtigen Abstand Sonnenstrahlen auf Leia geschienen haben, aber grundsätzlich herrschen da über 200 Grad minus im Weltall und es ist allein schon lächerlich, ihr habt ja gesehen, wie der Frost in ihrem Gesicht war, dass sie überhaupt noch ihre Augen öffnen konnte, ohne Schutzanzug was sehen konnte und dann hat sie die Macht benutzt, um wie Superman oder wie Mary Poppins zur Scheibe hinzufliegen und daran zu klopfen. Ich meine, natürlich, man könnte
argumentieren, sie hat vielleicht die Macht genutzt, um die Luft in ihren Lungen zu halten. Aber hat sie vielleicht auch die Macht genutzt, um vielleicht sich warm zu halten oder so? Geht das? Das war auch so eine große Fragezeichen-Szene. Oder musste man Luke Skywalker unbedingt sehen, wie er diese komische, fette Brontosaurier-Kuh melkt und dann die Milch trinkt? Hätte man all diese Szenen, die an Screentime meiner Meinung nach verschwendet waren, nicht einfach in Screentime für zum Beispiel Captain Phasma investieren können, dass man Phasma ein wenig mehr Storyline gibt? Ich meine, ich kann verstehen, wenn man mal an die Originalfilme denkt, Boba Fett. Boba Fett war, meiner Meinung nach, ist Boba Fett einer der nutzlosesten Charaktere aller Zeiten im Star Wars-Universum. Boba Fett, ich weiß, er hat viele Fans und ich werde bestimmt dem einen oder anderen auf den Fuß treten damit. Aber ganz ehrlich, für die Leute, die die Originalfilme kennen, Boba Fett hatte vielleicht auch 20, 30 Sekunden Screentime und die Hälfte der Screentime hat er damit verbracht, von Han Solo auf sein Jetpack geschlagen zu werden, von einem blinden Han Solo per Zufall. Dann ist sein Jetpack losgegangen, er ist gegen das Schiff geflogen und ist von so einem riesen Sandwurm gefressen worden. Das war sein einziger Auftritt. Sämtliche andere Auftritte, die ihr seht, in den Remakes, sind nachträglich reingeschnitten worden. Also, und dann natürlich durch Rebels und so weiter, beziehungsweise nicht durch Rebels, durch Star Wars Clone Wars hat der kleine Boba dann noch ein bisschen Hintergrundstory bekommen und ich glaube, da sollen sie gerade noch einen eigenen Film kriegen. Im Nachhinein hat man gesagt, er hat das sogar überlebt. Ja, also er lebt sogar noch Boba Fett und es soll wohl irgendwann mal ein Film mit ihm kommen oder so, ne, was auch immer, oder Comics, keine Ahnung. Irgendwie hat er wohl überlebt, weil man halt im Nachhinein festgestellt hat, hey, eigentlich ist der Charakter irgendwie beliebt. Eigentlich nur, weil er ein Kopfgeldjäger ist mit einer verdammt coolen Rüstung. Also der Charakter sieht so dermaßen badass aus, dass ich es alle Male nachvollziehen kann, dass er so beliebt ist, ja. Aber er war absolut nutzlos. Und Captain Phasma hatte mit ihren 20 oder 30 Sekunden insgesamt Screentime immer noch mehr Handlung als Boba Fett ursprünglich in der Trilogie. Deswegen darf sich niemand beschweren darüber, dass Captain Phasma so wenig Screentime hatte, und der Rest eben mit Büchern und mit Comics und mit Spin-Offs vielleicht aufgefüllt wird, weil bei Boba Fett war das auch nicht anders, okay? Aber meiner Meinung nach hätte man die Screentime, die nutzlose Screentime, die war wirklich viel verschwendete Screentime dabei. Ich meine, der Film war schon so lang. Oder die Casino-Szene. Im Casino wurde so viel Zeit verplempert, mit unnötigem Quatsche. Und diese ganze Finn-Rose-Geschichte und so auch völlig unnötig. Und man hätte meiner Meinung nach all das alles sich sparen können und vielleicht lieber eher in Screenplay investieren können für wahre Handlungen, ja? Zum Beispiel mehr Training von Rey, mehr über Luke Skywalker. Das sind Sachen, die Sinn gemacht haben über Luke Skywalker. Über das Ende von Luke Skywalker will ich ja gar nicht erst anfangen. Ja, aber man hätte zum Beispiel einfach mehr Screentime für wichtigere Dinge investieren können. Wie zum Beispiel Phasma oder andere Hintergrundinformationen. Oder zum Beispiel das Ende eben. Ne? Was ist mit Luke Skywalker passiert? Ich glaube immer noch, dass Mark Hamill nicht wusste, dass das passiert. Aber das ist ein anderes Thema für eine andere Folge. Ich glaube, dir geht schon viel zu lang. Und wir sprechen in einer anderen Episode mal über das Ende von Episode 8. Was da mit Luke Skywalker passiert ist. Und vielleicht doch mal über die Reaktion von Mark Hamill dazu. Mal schauen. Vielleicht kommt da ja mal irgendwas raus in Zukunft. Auf jeden Fall will ich noch mal ganz kurz klarstellen, grundsätzlich fand ich den Film gut, ich fand klasse, dass nach all den, wir kennen schon so viel, wir haben schon so viele Filme gesehen und jegliches Klischee wurde bis zum Erbrechen bedient in jeglichen Filmen, die es jemals gab. Und man kann wirklich sagen, von allen Star Wars Filmen, finde ich persönlich, von allen Star Wars Filmen, die es gibt, war Episode 8 mit Abstand der erfrischendste, weil dort Dinge passiert sind, die nicht vorhersehbar waren, wie in allen anderen Star Wars Filmen und die völlig untypisch waren, ja, für alle anderen Star Wars Filme. Also für mich sticht dieser Film hervor und dafür auch für die Kritik, die Rian Johnson jetzt kassiert von vielen Hardcore-Star Wars-Fans, muss ich sagen, Respekt, dass er sich das getraut hat. Also wirklich, da allein damit hat er für diesen Film ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen, das für sämtliche andere Filme nicht gilt. Man sagt immer, dieser Film ist nicht Star Wars für mich. Ja, aber er hat was komplett Neues geschaffen und eine Basis für, es ist alles möglich, okay? Das allein finde ich cool. Ich finde die Stärken, die Episode 8 hat, überwiegen die Schwächen. Mir hat der Film Spaß gemacht, aber ich finde die Schwächen so dermaßen skurril und kurios, dass ich mir denke, okay, nicht die schockierenden Momente, die unerwarteten Momente sind das Schlimme,
sondern eher diese skurrilen Momente waren eher schlimm und unnötig. Die hätte man sich sparen können und lieber dann doch eher ein Klischee reinbauen können. Lieber habe ich ein Klischee als einen unnötig skurrilen Moment. Als diesen skurrilen Moment eben, ne? Sowas wie zum Beispiel ein Brontosaurier, der gemolken wird, oder Kylo Ren mit seiner falschen Brust, ja, oder sowas in der Richtung. Das waren unnötige Szenen, meiner Meinung nach. Okay, Freunde, ich habe jetzt hier viel gequatscht zu Star Wars Episode 8. Ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr von dem Film haltet. Fandet ihr, das war der geilste Star Wars Film aller Zeiten? Fandet ihr es nicht? Fandet ihr es irgendwas dazwischen drin? Stimmt ihr mit mir überein über die Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, oder seid ihr da vielleicht völlig anderer Meinung? Jeder kann dazu seine Meinung haben. Ich persönlich respektiere jede Meinung zu dem Film. Ich werde mir auch weiterhin sämtliche Star Wars Filme anschauen. Für mich ist das Star Wars Universum definitiv nicht gestorben. Ganz im Gegenteil, ich finde es immer noch verdammt cool. Und ich respektiere den Film so, wie er ist. Auch sämtliche Meinungen, weil ich jede Meinung nachvollziehen kann. Ich kann die positiven als auch die negativen Meinungen nachvollziehen. Und mich würde einfach mal interessieren, was ihr, also diese Community, meine Community, die Karadri-Community, was ihr davon haltet, von diesen letzten Star Wars Film oder generell von der neuen Trilogie. Von dem einen oder anderen weiß ich sie ja schon, wie beispielsweise Captain Cassian, ja, da haben wir uns ja auch schon mehrfach privat unterhalten, was er davon hält, aber auch viele andere, von einigen kenne ich auch schon die Meinung, aber ihr dürft mir trotzdem gerne nochmal in die Kommentare reinschreiben, vielleicht auch für die Nachwelt. Okay, also vielen Dank, Freunde, und hoffentlich bis zur nächsten Episode. Möge die Macht mit euch sein.